Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Robocraft. Und zwar heute eine reine Classic-Match-Folge. Wir werden nur zocken, wie in der letzten Folge versprochen. Und wir fangen auch gleich schon mal an und gehen ins Classic rein und kommen wir gleich in die Runde. Mal sehen. Der Chat geht rund. Da kam gerade irgend so ein komischer Typ rein. Ich glaube, der kann kein Deutsch und das Einzige, was er weiß, was die Deutschen mal gesagt haben, war Heil Hitler und nein. Und bestimmt hätte er auch gleich noch Scheiße geschrieben. Da frage ich mich doch, wieso ist das in manchen Leuten einfach noch so hängen, dieses Heil Hitler? Ey, ich habe das noch nie verstanden, ja? Ich meine, du kannst doch nicht erwarten, dass Leute nach 60 Jahren immer noch The battle dieselben for sind. Ophiuchus Das Valley ist doch has total begun. krank. Ich meine, du kannst doch nicht hergehen und sagen, die Nation, die hat einmal diesen Spruch die ganze Zeit gesagt, weil sie einen fucking Führer hatten und die machen das heute immer noch so. Das ist doch nicht, das ist doch kein normales Menschendenken. Da frage ich mich, was aus so ein paar Leuten SMG geworden Hover ist. spotted. Wieso die denken, dass wir, Megabot spotted. das Einzigste ist, Medic was wir Flyer rufen. spotted. SMG Hover Wisst ihr, was spotted. ich meine? Ich nicht falsch verstehen, dass ich irgendwie jetzt was gegen Ausländer habe oder irgend sowas, aber ich verstehe es halt nicht, wieso das so hängen bleibt. Wieso man da immer noch nach so vielen, vielen Jahren noch dran hängen bleibt. So, wir healen hier jetzt mal schön alles rundherum. So, da haben wir sie doch ganz gut destroyed und ich heal jetzt mal noch den Megabot, einfach weil der mir Punkte bringt. Gut, wir haben es 3299 gehealt, 12.178 Punkte. Ja, ist ganz gut. Haben keinen Damage gemacht, komme ich mit klar. Okay. Schöne Runde, schöne Runde, schöne Runde. Kann ich nur nochmal betonen. Mal sehen, was wir dafür bekommen. Gut, 80.000. 84.000, 12 Tech-Tokens. Schauen wir gerade mal, was wir im Tech-Tree freischalten können. So. Erst wird eine kleine Speed-Runde. Ich möchte ein bisschen mehr Battle reinpacken. Deshalb rede ich so schnell und zügig. So, wir schauen mal. Würde sagen, wir holen uns die hier. Weil die zwei hier sind ja das Ziel. Diese Electroplate links und rechts, T10.7. Gut, und gleich ins nächste Battle rein. Classic. Da macht gerade jemand Werbung für ein TeamSpeak-IP. Das war auch lustig. War ein Mod, der meinte so, ja, ich habe auch ein TeamSpeak. Ich zock nur mit TeamSpeak. Und da frag ich so im Chat nach, wie ist denn die IP? Der schreibt das, komme ich auf ein TeamSpeak und sag, ja, du hast mir die IP geschrieben. Habe ich die zu dir geschrieben? Meint er nur so. Habe ich mir auch nur so gedacht, hä, willst du mich irgendwie verarschen? Hast nicht mal auf den Namen geguckt oder was? Meine Güte. Also es gibt schon, da habe ich mir so echt gedacht, hey, ich The kann auch battle for gern wieder gehen, Tihonian wenn du es Canyon willst. has begun. Weil das war echt so, ey, hab ich hier jemanden danach gefragt, ob er kommen soll? Das ist ein schlechter Megabot, der gefällt mir nicht. Vielleicht ist er auch ganz gut, aber mir gefällt er nicht. Sieht aus, als hätte er Cubes sparen wollen. So, schnell darüber. Da sitzen die ganzen Rails immer.
Los, heal den scheiß Megabot. Jo, läuft doch, würde ich sagen. Ging hier mal vor, um den mal zu healen. Nice. Richtig nice. 4679 geheilt und 14209 Score. Ich weiß übrigens nicht, ob das Cubes sind oder einfach Punkte. Oder, also, jeder Cube hat ja auch so einen gewissen Anzahl. Ich sag mal Leben. So habe ich das verstanden. Ich kann es mir auch gerade mal angucken. So, 98.000 haben wir bekommen. Bald sind wir wieder bei der Million. Übrigens hätte ich nichts dagegen, wenn da 500 Millionen stehen würden. Ja, genau. So, Cube. Genau. Der hat Heal. Health. Also quasi Verwundbarkeit oder wie drücke ich es denn aus? Leben quasi. Also 151 Health haben die Tier 2er. Jetzt können wir ja mal gerade schauen, was die Tier 10er haben. Die haben 1100 19 Hertz, das kann aber nicht sein, da hätten wir nur an dem 4 Cubes geheilt. Okay, ich lasse mir das nochmal erklären. Von jemandem, der es weiß. Der es besser weiß als ich. So, Battle. Und ins nächste Classic Match rein. Mal sehen, ob wir wieder durch die Gegend rushen können und healen können, wie die Wilden. Oder wie es wird. Wichtig als Healer am besten bei der Gruppe bleiben. Wenn du einem Einzelnen folgst, der noch nicht mal der Megabot ist, bist du ziemlich am Arsch. Weil meistens sollten Healer meistens beim Megabot dabei sein. Einfach weil du erstens da am meisten Money machen kannst. Und zweitens, weil der Megabot meistens der ist, der am besten gegen den gegnerischen Megabot ankommt. Klar gibt's auch kleine Maschinen, die gut gegen der da nicht den Megabot ankommen, aber ja, wo ist denn unser Megabot? Sag nicht, wir haben keinen Megabot. Scheiße. Wir haben wirklich keinen Megabot. Ey, fick doch die Henne. Wie soll man das gewinnen ohne Megabot? Oder haben die Gegner auch keinen Megabot? Früher gab es ja in den Matches hier gar keinen Megabot. Plasma Bomber spotted. Da ist der Rail irgendwo. Die hier gerade mal in Deckung. Nicht mich healen. Doch, heal mich. Ah, Mann, der ist viel zu schnell für meinen Geschmack. Haben die einen fucking Megabot? Die Hunde. Plasma Bomber spotted. Rail Hover spotted.
SMG Tank spotted. Los, vielleicht haben wir eine gute Chance, das zu gewinnen. Ich würde nur gerne überlegen bis zum Schluss. Los, nach da vorne. Ein Typ da healen. Dem Duck hat man die Waffen weghealen. So, wir flitzen hier durch die Gegend und tun einfach alles healen. Schon ganz geil, ehrlich gesagt. Wurde einfach zerhealt, der Typ. Also, richtig geiles Match. Ein Assist gemacht, 2989 gehealt, 290 Damage gemacht, 13.900 Punkte, also fast 14.000 Punkte. Jo, nicht schlecht, ne? Ey, das ist ja ein geiler Run, würde ich mal sagen. So, drei Matches hintereinander, gut, und wir hängen noch ein paar Matches dran, würde ich sagen. Hoffentlich auch mit schönen Siegen. Aber mein Sprichwort sagt, Übermut kommt vor dem Fall. Das heißt, vielleicht bin ich jetzt übermutig geworden. Das heißt, wir könnten das nächste Classic-Match verlieren. Übermut kommt vor dem Fall. Übermut kommt vor dem Fall. Wo kommt denn das her? Das kommt auch aus einem Film. Ich glaube, das war bei Harry Potter. Da hat das irgendwer gesagt. Übermut kommt vor dem Fall. Es könnte auch Herr der Ringe gewesen sein. Es könnte Gandalf gewesen sein, vielleicht. Übermut kommt vor dem Fall. Also entweder Gandalf bei Harry Potter oder Gandalf bei Herr der Ringe. Nein, ich meine entweder Gandalf halt oder Dumbledore. Wo gehen die Meute lang? Irgendwie sind gar keine Megabots da, kann das sein? Was machen die? Chillen die irgendwo ihre Basics oder was? Tesla Flyer spotted. Interceptor spotted. Plasma Copter spotted. Plasma Copter spotted. Interceptor spotted. Komm schon, komm hier runter. Hier, der Healer wartet auf dich. Plasma Bomber spotted. Medic Tank spotted. Oh. Plasma Bomber spotted. Ja, ne? Also, ich will ja jetzt nichts sagen, ne? Aber, ja, ne? Ich würde sagen, das sieht dezent schwierig aus, wer das gewinnen könnte. Also wir haben hier noch einen so ein Ball. Ein Ball, der hier rumfliegt. Der fliegt auch nur mit Trustern. Respekt an so Leute. Wer das hinkriegt, nur mit Trustern zu fliegen, der hat mein größtes Respekt, weil das könnte ich nicht. So, mal schauen, hier ist noch ein Rail. Wäre ich doch mal bei denen gegeben, da hätte ich dich. So, hier ist noch ein Rail. Schießt mal den Plasmacopter ab da oben. Gut. Das war's jetzt bestimmt gleich mit dem Rail. Oh, oder auch nicht. Der sieht ziemlich gefickt aus. Zu deutsch. Nicht zu deutsch, natürlich. Zu Denglisch.
der hier, glaube ich, hat gute Chancen, die anderen zwei dann noch zu wrecken. Wenn er nicht daneben treffen würde. Bloß, wenn er am Boden liegt, da schießt du doch einfach drauf. Ja, der hat gute Chancen, den noch zu treffen. Gute Chancen, ja, die hat er. Wie, der fliegt doch noch mit einem Rotor. Der dürfte doch auf der anderen Seite viel, viel schwieriger zu lenken sein. Das wird jetzt hier bestimmt so ein mega Luftfight einfach. Es kommt, glaube ich, auf Glück an. Also, weil der hier ist sauwendig. Der kann so Schüssen schnell mal ausweichen. Allerdings. Naja, mal sehen, wir bleiben einfach mal drin, dann kriegen wir wenigstens noch den Hero-Bonus. Oh, jetzt ist er abgestürzt. Jetzt ist er, denke ich, ein leichtes Ziel am Boden. Ja, schon. Zerschieß den da mal. Genau. Mach ihn platt. Sehr schön. So, das wäre der erste. Dann ist da unten noch der. Und irgendwo da der. Ach ne, Quatsch, der ist bis da runtergerutscht. Na dann. Ey, dann. Scheiße. Jetseat oder wie nennt man die Dinger? Die einfach nur so ein Sitz sind quasi. Bleib doch mal da drauf stehen jetzt. Sehr schön. Übrigens würde mich mal interessieren. Ach, das ist eine Curse-Flagge. Das sah irgendwie seltsam aus so. So, jetzt nehmen wir das scheinbar ein. Und der ist schlau, der hat gemerkt, gegen diesen Tractor-Seed oder wie man die Dinger nennt. Habe ich keine Chance, ich stelle mich lieber hier mit drauf. Das ist auch ein cooles Gefährt. Wir hatten das gebaut. Ich glaube, der YouTuber nennt sich, glaube ich, Rosefall. Das kann sein. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Wäre jetzt, glaube ich, nicht so meins. Obwohl, doch. Eigentlich. Nee, Quatsch, der hat das anders gebaut. Das denn nicht. Wir sind einmal gestorben, haben wenig Heal gemacht, dafür 10.000 Score. Naja, gut. So soll's wohl sein. Zumindest haben wir es gewonnen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nicht sterbe. Ich habe nur gesagt, dass wir es gewinnen, ja. Hero Bonus, okay. Schön. Gut, ich würde sagen, ein Match machen wir noch. Und dann wäre es das auch für heute. Mal sehen. Übrigens habe ich noch keinen Kommentar über diese Carbon 6 SMGs bekommen. Mir hat keiner geschrieben, dass ich sie mir holen soll, also werde ich sie mir auch nicht holen. Ich hätte sie geholt, um sie euch zu zeigen, wenn es jemand sehen wollen würde, aber dann, ohne dass mir jemand sagt, hey, kauf sie dir, ich möchte sie sehen. Ne? Muss ja nicht sein. Muss ja nicht mein Geld dafür ausgeben jetzt. Zwingend. Haben wir jetzt. Was ist mit den scheiß Megabots? Ah, da ist einer. Wehe, du bringst keine Ehre über uns. Los, weg dein Arsch. Ich schieß dir zwei Waffen weg, indem ich das da unten kaputt mache. Oder das oder das. Ich glaube, ich muss einfach nur deinen Bot treffen. Übrigens. Wir töten alle, die im Weg. Ja, das können wir gut. La 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 la. Wir sind ein kleiner Flitze-Healer. Flitzen durch die Gegend und healen oder so. So ähnlich, das ist unser Ziel. Ja, wir sind ein Flitze-Healer. Sollten mal zurückgehen. Hey, los. Tesla Flyer spotted.
Rail Walker spotted. Okay. Aber wenn die uns zuerst anfangen einzunehmen. Plasma Hover spotted. Interceptor spotted. Tesla Flyer spotted. Rail Tank spotted. Medic Hover spotted. Oh, dieses Geräusch, gell, das geht einem so richtig in die Ohren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir persönlich, ey. Ich krieg zuck erstens immer voll zusammen. Boah, rafft das keiner von euch, dass man wenigstens mal auf die Plattform schießen sollte da? Los, schieß doch mal da drauf. Man muss da doch nur den einen scheiß Bot abtreffen. Das werden wir verlieren. Wir werden eingenommen. Wisst ihr, leckt mich doch am Arsch. Das ganze Team ist so doof. Ey, dann bin ich nicht auch so doof. Ich Depp. Geronimo! Scheiße. Das war's mit uns. Wir wurden destroyed. Und wir hätten noch ein bisschen hinten bleiben können. Scheiße. In dem Keller liegt eine Leiche. Es ist nicht mein Keller gewesen. Doch ich kann es nicht beweisen. Los, schießt auf die scheiß Plattform, sonst könnt ihr es vergessen, hier auch nur irgendwas zu reißen. Ihr seid so schlecht, ich gebe euch recht. Oh mein Gott, das war so knapp, ich glaube, das war so knapp, wie es nur hätte sein können. Und ich hoffe, dass der hier wird's packen, ja. Da hat Triforce eben der Trank aufgemacht, oder? Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ja genau, schießt erstmal alle an, ja. Werden eh alle von uns hier einfach nur an sich selbst destroyed. Mit der Länge kannst du. Ach, na gut. Eines davon weiß ich nicht. Lord Mine singt, weil er toll ist oder so ähnlich. Und das ist unser. Oh, das ist unser Megabot. Oh, das ist wunderschön. Dann wäre ich doch mal im Leben geblieben, da hätte ich das noch reißen können. Aber so. So besteht keine Hoffnung. Wir werden alle sterben. Wir sind alle gestorben. Und das war richtig schlecht gerade. Und weil es so schlecht war und ich gerade so einen Spaß habe, sage ich euch, dass in der nächsten Folge wir auch nur Classic Matches machen werden. Und auch nur mit diesem Healer. Trotzdem, auch wenn wir die letzten zwei Runden nicht so brillant überlebt haben, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir wie immer gerne eine Bewertung da. Ihr wisst, entweder Kommentar oder Daumen. Geht ja wohl schlecht anders. Am besten wäre es auch, wenn ihr die Kommentare auf YouTube schreiben könntet, dann kann ich nämlich darauf antworten. Auf Google Plus? Naja. Ich gehe nicht jedes Mal auf Google Plus, um auf Kommentare zu antworten. Gell, also schreibt Kommentare unter das Video, direkt auf YouTube, nicht auf Google Plus, weil sonst kann ich nur einen Daumen nach oben oder nach unten geben. Mehr kann ich da nicht machen. Und wenn es euch im Allgemeinen gefällt, trete der Wookiee-Armee bei. Die freuen sich. Ich freue mich und sehe, dass es anderen Leuten gefällt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge RoboCraft. Wie immer, wenn ihr einen Vorschlag habt, an einem anderen Bot nachzubauen, irgendetwas in die Richtung, schreibt es mir. Dann überlege ich mir das, was man daraus machen könnte und bringe es im nächsten Video ein. Gut, dann bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.